So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6. Und ich habe mir das übrigens anders überlegt. Wir gehen nicht erst zu dem alten Mann da unten, der will wahrscheinlich sowieso nichts von uns. Sondern erstmal will ich zu diesem Schloss Zenithia zurück. So. Bitte sag mir, dass ich mich dahin teleportieren kann. Warte mal. Wir sind in der richtigen Welt. Wieso sind wir in der richtigen Welt? Irgendwie, ach ja, wir sind ja irgendwie runtergefallen. Okay. In dem Fall, weil ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg wieder runter zu rennen mit den ganzen Monstern. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Das dauert nochmal zwei, drei Parts. Dann gehe ich lieber gleich dahin. Bitte sag mir, dass ich mich da jetzt hin teleportieren kann. Ich habe ja auch keinen Bock, da jetzt wieder extra hinzu. Zenithia. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte nämlich jetzt echt keinen Bock, da wieder mit dem Schiff von Exaria aus hinzu eiern. Okay. Dann schauen wir uns mal an, weil jetzt, da wir Pegasus haben, der auch unseren Wagen zieht, obwohl er fliegen kann. Ja. Mal sehen, was hier jetzt so abgeht. Erzählen wir mehr. Oh. Wie ist das hier eigentlich? Das ist total komisch angeordnet. Man sieht den Raum da schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Sprich mit mir. Das habt ihr gut gemacht, Amarok. Pegasus ist frei und kann wieder emporsteigen. Für wahr, war das nicht ein Nervenkitzel, auf solch einem prächtigen Ross zu reiten? Ja. Aber natürlich, durch die Lüfte zu sausen, völlig ungehindert, das ist die wahre Art zu fliegen. Ach, ein einfacher Fluch allein... Flug. Nicht Fluch, Flug. Nein, wir werden nicht verflucht. Ein einfacher Flug allein wird euch nicht in Mortamors Schreckensreich tragen. Erst muss Pegasus seine volle Kraft wieder erlangen. Wie versprochen, werde ich sie ihm in Bälde gewähren. In Bälde. Das bedeutet bald. Und das gefällt mir nicht. Die Abmachung war, ich hol Pegasus, er stellt seine Kräfte wieder her. Wieso bald und nicht jetzt? Lord Zenith schließt seine Augen und beginnt zu beten. Okay, doch jetzt? Wieso wird das eigentlich immer so... Okay, was sagt er da? Wieso wird das immer so gruselig dunkel, wenn irgendwas passiert? Ich meine, das ist doch Kräfte wiedergeben, das ist doch was Positives. Kann es nicht hell werden und nicht dunkel? Okay, er sagt Dragolai. Pegazalle. Okay. Ka. Guck, so meine ich. Es sollte hell werden. Nicht dunkel. Es ist immer noch dunkel. Jetzt nicht mehr. Es ist vollbracht. Die Himmelszügel sind verbessert worden. Ich habe einen Knopf hinzugefügt, den ihr nutzen könnt. Wir wollen ihn den X-Knopf nennen. Mhm. Breaking the fourth wall. Drückt den X-Knopf in der Luft und Pegasus wird das Schreckensreich ansteuern. Bitte, stürzt nicht vorwärts ohne Bedacht. Wisset, dass das Schreckensreich das Herrschaftsgebiet von Mortamor, dem Erzfeind, persönlich ist. Ich vermag nicht zu sagen, was euch erwartet. Ihr könnt vielleicht gar nicht mehr in unsere Welt zurückkehren. Seid vorbereitet auf alles. Okay, wir werden das gleich mal versuchen. Aber vorher mache ich mal eben hier einen Speicherstand. Sozusagen, falls ich irgendwie mal nicht mehr zurückkommen sollte, wie auch immer, dass ich einen Sicherungsstand habe, der bleibt. Das fände ich wenigstens klasse. So. Dann mache ich das jetzt mal. Also jetzt kann man mit ihr wohl auch richtig durch die Gegend fliegen. So hatte sich das wenigstens an, oder? Wo sind die Züge? Da. Gut, benutzen wir die mal. Amarok greift nach den Himmelszügeln. Yay, wir fliegen. Okay, man kann ja nicht bremsen. Man kann nur vorwärts fliegen. Also Pegasus kann nicht in der Luft fliegen. Im Sinne von in der Luft stehend fliegen. Also es muss immer laufen. Okay, ich drücke jetzt mal den X-Knopf. Jetzt gehen wir mal zum Schreckensreich, würde ich sagen. Einfach mal schauen, wenn da sollte uns ja jetzt auch... Da sollte es ja jetzt weiter... Oh Gott, hier kommt aber noch was. Hat das irgendwie... Hatte mir das irgendwie kleiner vorgestellt. Okay, die Gruppe fühlt sich plötzlich deutlich schwerer als zuvor. Auch die Himmelszügel scheinen ihre Macht verloren zu haben. Okay. Klasse. Ein Dorf. Dies ist Resignia. Das kommt wahrscheinlich von Resignation. So wie es hier aussieht.
Es ist nichts Besonderes, aber die einzige Heimat, die wir kennen, seit uns alle aus heiterem Himmel hierher verschlagen hat. Es wird nicht lange dauern, bis auch ihr hier jegliche Hoffnung verloren habt, genau wie alle anderen hier in Resignia. Das entnahm ich dem Namen. Okay. Gehe ich gleich mal runter. Ich hörte, dass es hier einen grandiosen Rüstungsschmied geben solle, also kam ich hier, um ein paar Dinge zu erwerben. Aber er sagt, dass er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Er hat völlig das Interesse daran verloren. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das, nachdem ich den ganzen Weg von Girotal hierher gekommen bin. Pff. Girotal? Alter, habt ihr hier keine Wände? Das ist ja schlimm. Hör auf, mit mir zu schimpfen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hapü, hapü. Okay, wir schlafen alle nur noch. Das ist nur ein böser Traum. Nichts weiter. Ich mache einfach die Augen zu und wenn ich sie wieder öffne, bin ich zurück in der echten Welt. Dann hat es halt die ersten 50 Male nicht geklappt. Na und? Aber aller guten Dinge sind 51, stimmt's? Nein, aller guten Dinge sind 3. Hi. Hier scheint die Kraft zum Sprechen zu fehlen. Klasse. Ach du meine Güte, Großmama weigert sich zu essen. Natürlich ist sie gar nicht wirklich meine Großmutter. In dieser Stadt kennt schließlich keiner den anderen. Aber wir knüpfen Familienbande, wo wir können, selbst wenn sie nicht echt sind. Was bleibt uns auch anderes übrig? Alter, ist das ein trostloser Ort. Das ist ja schlimm. Was war das? Chimärenflügel, ach so. Das sah gerade irgendwie eigenartig aus, so hinter der Wand halb. Das ist der Friedhof anscheinend. Das ist seltsam. Selbst wenn ich einfach nur hier stehe und keinen Muskel bewege, fühlt es sich so an, als würde ich gleich tot umfallen. Oh Göttin, ich will mich nicht bewegen, ich will nicht denken, ich will überhaupt nichts machen. Alter, ist das ein schrecklicher Ort. Kommen wir nicht mal irgendwo hin, wo es lustig ist? Gott, ihr liegt hier auch nur rum. Mir fehlt diese Lagune ganz schön. Ihr wisst schon, die Lagune westlich der Stadt. Eine Zeit lang habe ich ständig darin herumgeplanscht, aber jetzt bringe ich einfach nicht mehr die Energie auf, dorthin zu gehen. Zu schade, dass die Lagune nicht stattdessen zu mir kommen kann. Hehe. Okay. Ah, lasst euch von mir nicht stören. Ich ruhe mich nur ein bisschen aus. In ein paar Stunden stehe ich wieder auf. Oder in ein paar Tagen. Vielleicht auch nie. Klasse. Diese Welt ist Mortamors ganz persönlicher Spielplatz, wisst ihr? Er hat sie geschaffen. Alle, die hier leben, haben einmal an den Frieden geglaubt. Sie waren voller Tatendrang, hatten Ziele. Sie haben Interesse an ihrem Umfeld gezeigt. Aber als sie erkannten, dass all ihre Hoffnung vergebens war, jemals wieder nach Hause zu kommen, resignierten sie. In nicht allzu langer Zeit werdet ihr sein wie sie. Ihr werdet noch an meine Worte denken. O gütige Göttin, gewähre diesen verlorenen Seelen die Hoffnung, die sie benötigen, um wieder leben zu können. Gott, das klingt ja echt schlimm. O große und mildtätige Göttin, bitte erfülle die Herzen der Menschen aufs Neue mit Hoffnung. Was seid ihr denn für Leute? Wer auch immer ihr seid nicht von hier. Woher kommt ihr? Was? Ihr habt die Macht von Pegasus gezügelt? Bei der Göttin soll das heißen, ihr seid aus freien Stücken hierher gekommen. Aber das würde bedeuten, ja, es gibt eine Möglichkeit für uns in die Welt zurückzukehren, aus der wir gekommen sind. O wohltätige Göttin, noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Möglicherweise werden alle in der Stadt ihren Lebensmut zurückgefinden, wenn sie diese wunderbaren Neuigkeiten vernehmen. Natürlich ist es noch einmal eine ganz andere Sache, sie davon zu überzeugen, dass es wirklich wahr ist. Wie dem auch sei, an die Arbeit. Okay. Soll ich die jetzt alle nochmal ansprechen? Ach, nicht, aber nicht dein Ernst. Ich habe keine Lust. Okay. Wisst ihr was? Ich habe gerade mal einen kurzen Blick auf meine LP- und MP-Anzeige geworfen. Das finde ich extrem schwer verstörend. Okay. Ich glaube, ich suche mir gerne. Ich würde gerne mal ein Gasthaus aufsuchen. Also eine Gaststätte. Oh, ihr wollt wohl auch ein Glas was? Aber natürlich, unser Bier ist zum Sterben gut. Zum Sterben. Schön. Ich würde ja so gerne sterben. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber früher war ich der Bürgermeister in einer großen, aufstrebenden Stadt. Und jetzt seht mich an, gefangen in dieser farblosen Ödnis. Wie konnte ein solcher Stützpfeiler der Gesellschaft, wie ich es war, nur an so einem Ort enden? Sagt mir das. Noch eine Runde, aber diesmal doppelte. Hicks. Wisst ihr was? Früher habe ich es mit bloßen Händen mit einer rüden Rüstung aufgenommen. Hicks. Aber in dieser Welt macht es mich schon völlig fertig, nur mein Glas hochzuheben. Wenn ich erst zu schwach zum Trinken bin, ist es aus mit mir. Gott, ist das schlimm hier. Ich will weg. Hey, wo bin ich? Wo sind Mami und Papi? Wo sind all meine Freunde? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hierher gekommen bin. Das ist alles so unheimlich. Und du? Hapü, hapü, Monster? Spür meine Klinge, widerliche Bestie. Tss.
Uff, schon wieder ein Traum von der Zeit, als ich noch Monster jagte. Versucht nicht so zu enden wie ich, hört ihr? Dieser Ort saugt jegliche Kraft aus euch heraus, wenn ihr zu lange hier bleibt. Ich habe meine Lebensanzeige schon gesehen, danke. Kundschaft? Wirklich? Warum sollte man sich mit Einkaufen abgeben, wo es doch im Westen diese zauberhafte Lagune gibt? Da ist es so beruhigend. Vielleicht sollte ich mal zu dieser Lagune gehen, aber erst würde ich mich gerne aufheilen. Und ich war noch nicht in den unteren Gebäuden. Und die Treppe, da bin ich auch noch nicht hochgegangen. Dann mache ich das mal zuerst. West. Ob Mann oder Frau, jeder in dieser Stadt hatte seine ganz eigenen Hoffnungen und Träume. Doch dann hat uns Mortamor in einen Abgrund der Verzweiflung gestürzt. Er quält uns zu seinem Vergnügen. Mit jedem verlorenen Funken Hoffnung auf unserer Seite wächst seine Macht. Das heißt, wenn die Menschen nicht wieder anfangen zu glauben, wird er immer mächtiger. Oder anfangen, Hoffnung zu haben. Wunderbar. Das Gerücht machte die Runde, dass es in der Lagune einen geheimen Pfad gibt, der aus dieser Welt herausführt. Der Strom von Leuten, die dorthin drängten, wollte gar nicht abreißen. Natürlich haben sie nichts gefunden. Warum? Das ist das Wesen der Lagune. Ist man einmal drin, verlässt ein jegliches Bedürfnis, sich zu bewegen. Man lässt sich einfach treiben. Ihr solltet auch nicht dagegen ankämpfen. Das macht das Leben gleich viel einfacher. Gott, ist das schlimm hier. Ich will weg. Hallo? Ich dachte, Girotal oben im Nordwesten wäre schlimm, aber diese Stadt schlägt es um Längen. Diese Strohmatten machen zwar nicht den gemütlichsten Eindruck, aber ihr könnt gerne auch hier bleiben, wollt ihr? Ja, mach mal. Na schön, gute Nacht. Bitte sag mir, dass ich jetzt auch wieder aufgeheilt bin. Morgen, bisschen hart der Boden, was? Mir tut von oben bis unten alles weh. Ja, mir auch. Gute Göttin, ihr wollt wirklich in diesem Loch bleiben? Na gut, jedem das seine. Oh Gott, wie kann ich mich wieder aufheilen? Manu, ich will nicht an so einem bekloppten Ort bleiben. Hab ich schon mit dir gesprochen? Ich hörte, dass es hier einen grandiosen Rüstungsschmied geben soll. Ja, mit dem habe ich schon gesprochen. Schneller, schneller. Laber zu Ende. Gott, ist das ein trostloser Ort. Davon kriege ich Depressionen, ganz ehrlich. Was soll ich dazu groß sagen? Alle Leute sind verzweifelt. Wunderbar. Was mache ich jetzt mit denen? Oh. Die Tür sah verschlossen aus. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Meine Tage als Rüstungsschmied sind Vergangenheit. Aus, vorbei. Ich meine, wozu denn auch? Wenn ich in der Schmiede stehe, bringt mich das auch nicht zurück zu meiner Familie. Hä? Wie war das? Ihr seid in diese Welt gereist, um Mortamor für uns zu bezwingen? Wollt ihr damit sagen, dass ihr absichtlich hierher gekommen seid? Aus eigener Kraft? Nein, auf so einen Unsinn falle ich nicht rein. Das ist nur wieder einer von Mortamors Tricks, gar keine Frage. Um mich in das Licht zu führen, müsst ihr schon früher aufstehen. Ich meine, wenn ihr irgendeinen Beweis hättet. Da fällt mir was ein. Das Dörfchen Pfadhausen. Mein Haus steht dort. Es ist ein kleines Fleckchen in den Bergen nordwestlich von Schroffhausen. Meine Familie müsste immer noch dort sein. Meine Frau und mein Hund Silberlocke. Ganz sicher sind beide außer sich vor Sorge. Wenn ihr tatsächlich dorthin reisen könnt, möchte ich, dass ihr das hier meiner Frau gebt. Es ist meine alte Pfeife. Amarok nimmt alte Pfeife entgegen. Amarok erhält alte Pfeife. Sie hat sie mir geschenkt, als wir noch jung waren. Sie wird sie wiedererkennen, da bin ich ganz sicher. Dann bittet sie, euch mein Werkzeug zu holen. Es sollte immer noch in meinem Zimmer sein. Oh, ich schätze, ich sollte euch meinen Namen sagen. Ich bin Winfried, Max Winfried. Bringt mir mein Werkzeug und ich werde noch einmal darüber nachdenken, ob ich eure Geschichte abkaufe. Okay. Dann würde ich sagen, ist unser Auftrag für erstmal klar. Wahrscheinlich machen wir erstmal das. Vielleicht entwickeln wenigstens er und dann vielleicht auch die anderen Menschen dadurch mal wieder ein bisschen Hoffnung und stehen mal wieder auf und dadurch könnte man ja eigentlich Mortamors Kräfte schmälern. Sonst waren hier aber keine Türen, wo man runter... keine Dinge, wo man runtergehen konnte. Hier kann man nur hochgehen noch. Monster! Gra! Was wollt ihr hier? Lord Mortamor persönlich hat mir befohlen, diese Stadt zu bewachen. Habt ihr damit irgendein Problem? Ja. Ha, soll wohl ein Witz sein. Kommt schon, ich zeige euch, was ihr für Schwächlinge seid. Nö. Joker. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Oh, doch, das werde ich bereuen. Ich habe überhaupt keine... Ich habe überhaupt kein Leben. Alter, bin ich blöd? Wieso bin ich so blöd? Kann mir das mal jemand gerade sagen? Ich bin so dumm. Okay.
Dir wäre kein Problem gewesen, hätte ich ein bisschen Leben. Aber ich bin so ein Idiot. Wieso bin ich so blöd? Ich hoffe, jetzt passiert nichts Schlimmes, wenn ich jetzt verliere. Ja, sonst habe ich ja gerade in der Dingens noch gespeichert. Dann müsste ich halt den Kerl nochmal ansprechen. Aber ich habe natürlich nicht gespeichert, bevor ich den angegriffen habe, weil so ein kleiner, blöder Dämon hat mir eigentlich noch nie Probleme gemacht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich damals auch LP und MP hatte. Und nicht einfach so, ja, jetzt schläfst du noch ein. Wenigstens schläfst du, wenn du stirbst. Das ist doch mal was. Habe ich irgendwas verloren? Ich glaube, ich habe Geld verloren. Wisst ihr was? Ich mache jetzt sowieso erstmal einen Cut. Ich gucke jetzt mal, ob ich was verloren habe. Und wenn ich was verloren habe, dann stehe ich gleich hier irgendwo wieder perfekt an irgendeiner Stelle. Und dann machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, bevor ich das Monster idiotischerweise angegriffen habe. Also ich würde mal sagen, bis dann. Adios.